Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal Empire of Sin. Das neue Spiel von Paradox. Vielen Dank nochmal an Paradox für die Bereitstellung. Das ist so eine Mischung aus XCOM, ja, teilweise auch so ein bisschen Jack the Alliance mit drin. Rundenbasierend ist das Spiel, wo wir quasi eine Stadt übernehmen müssen, Bordelle bauen müssen, Brauereien und Bars und alles Mögliche. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal direkt rein. Und schauen uns das mal an. Das Spiel kommt jetzt am 1. Dezember, ich glaube um 19 Uhr auf Steam raus. Und ja, ich hause uns auch nochmal einen Amazon-Link rein. Da gibt es so eine Day-One-Edition. Ansonsten Steam-Link haue ich uns auch nochmal mit rein. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier unseren Boss aussuchen. Hier ist zum Beispiel Salazar Rayner, der gewisse Vorteile hat. Hier zum Beispiel Bordell, Kosten für Atmosphäre minus 20%, Casino-Attraktivität plus 10. Casino ist da immer wieder richtig gut. Bedrohungszuwachs beim Töten anderer Bosse minus 50 ist eigentlich nicht schlecht. Und bringen Sie dem Heiligen Tod ein Opfer dar, ziehen Sie beide Revolver, drehen sich im Kreis und geben Sie einen Schuss auf jeden Gegner in Ihrer Umgebung ab. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Wir gucken uns mal, was hier noch weiter ist. Daniel Mickey Jackson, letzte Ölung. Entladen Sie mit chirurgischer Präzision ein ganzes Magazin auf Ihr Ziel. Stirbt dieses, bevor das Magazin leer geschossen ist, wird automatisch ein neues Ziel gewählt. Jeder durch letzte Ölung getötete Gegner verringert die Abklingzeit. Wahrscheinlichkeit für Razzien im Bordell minus 25%, Casino-Einnahmen plus 20%. Das ist auch schon gut, um Bedrohung zu wachsen mit großem Imperium minus 25%. Also dem würde ich mal sagen, behalten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Dann gibt es ja noch so einen Schlägertypen, Home Run, ja auch wieder ein paar, wir gucken einfach mal durch. Mabel Riley Billardschuss, geben Sie einen Kunstschuss ab, markieren Sie mehrere Ziele und feuern Sie einen wohlgezielten Schuss ab, der zwischen Ihnen abprallt, jeder, den die Kugel trifft, erleidet Schaden, ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, hier Wahrscheinlichkeit, dass Tauschgeschäft angenommen wird. Plus 10%. Oha, sie sieht hier schon ein bisschen älter aus. Friedensstift der Fraktionswertung beim Schließen von Nicht-Angriffspakten mit anderen Fraktionen plus 100. Teufelsodem, hauchen Sie eine Wolke psychotropischen Raus ins Gesicht Ihres Ziels. Ich würde sagen, wir gucken nochmal einmal kurz durch. Ich würde aber wirklich hier den Typen nehmen. Ah, gibt ja echt ganz schön viele, ne? Let's do some business, you and me. Ja, so, ich werde auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt hier... Ja, genau, den wollte ich nehmen, ne? Genau, Bedrohung zu was beim Tuvax beim Töten anderer Bosse. Nee, ich wollte... Den wollte ich nehmen. Genau, den wollte ich nehmen. Genau, den nehmen wir jetzt mal, bestätigen das. Jetzt kann man hier noch einstellen, Schwierigkeitsgrad nehmen wir erstmal Komplize zum Reinkommen. Feindliche Fraktionen, Nachbarschaften. Ja, Nachbarschaften könnte man auch weniger nehmen, ne? Und dann gehen die feindlichen Fraktionen auch runter, okay. Ein bisschen weniger hier. So. Wir beginnen, los geht's. Daniel Mackie Jackson, ein Bestattungsunternehmer aus Chicago, trifft sich mit seinem Freund, dem Bürgermeister Bill Big Thompson. Okay. Ich bin gespannt. Also ich glaube... Ich glaube, weil ich hatte vorhin schon mal kurz angespielt mit dem Alphonse Capone, dass das immer ein bisschen anders ist, wie das hier verläuft. Bürgermeister Thompson, das überrascht mich, Sie im Dunbar Club zu sehen. Tut mir leid, Bill, ich bin beschäftigt. Was hat das zu bedeuten? Okay. Mayor Thompson, I'm surprised to see you at the Dunbar Club. Schöne Stimme hat er. It's Bill to my friends. Also das Spiel ist auf jeden Fall englisch vertont, aber mit deutschen Untertiteln. Seht ihr ja gerade. Ist eine gute Idee, Bill sich als Bürgermeister in einem illegalen Glücksspiel-Etablissement blicken zu lassen? Wie soll ich sie da nennen? Das ist mir nicht ganz klar. Bürgermeister Thompson. Meine Freundin nennt mich Bill. Naja, ich nehme das erste. Is it wise, Bill, for the mayor to be seen in an illegal gambling establishment? I don't know, Daniel. This is Chicago. There's a chance it might win me the election by a landslide. I wanted to come by in person to say I was sorry to hear about your father. Okay.
Leid tut mit ihrem Vater. Danke, er hat sein Bestes gegeben, um seine Familie und seine Gemeinschaft, solange es ging, zu unterstützen. Ich würde ihnen ja danken, Bill, aber mein Gefühl sagt mir, dass sie etwas von mir möchten. Thank you. He did his best, supporting his family and community as long as he could. You think he would have given free funeral services to every other family in the second ward? Dass er jeden zweiten Familie im zweiten Bezirk einfach so eine kostenlose Bestattung spendieren würde. Das ist mein Institut, mein Geschäft. Er hätte es so gewollt. Es ist ein Familienbetrieb. It's my parlor, my business. It's what he would have wanted. It's a family trade. Doesn't sound like business at all. Not one that lasts long anyway. Nochmal gespannt, ob jetzt der Anfang komplett anders verläuft. Also das ja ist ja jetzt schon komplett anders. Sein Darlehen. Wo kämen wir denn hin, wenn wir unsere Väter nicht mehr beerdigen könnten, wenn es soweit ist? Die Menschen brauchen das. An wen sollten sie sich sonst wenden, Bill? An sie? Sollen sie ihre Oma etwa auf den Stufen des Rathauses entsorgen? Diese Menschen brauchen mich. It's a loan. How would it be if we weren't able to bury our father when the time came? People need this. Like they need your hooch and whores and illegal policy records? Of course, I don't know any of that. Jeder Mensch hat seine Laster. Es ist ein unappetitliches Geschäft, aber ich bin ein Geschäftsmann. Das ist genauso pikant wie Ihre Angelegenheiten, Bürgermeister. Ich dürfte sogar der Ehrlichere von uns beiden sein. People have their vices. It's an unsavory business. But I am a businessman. I was hoping to speak to Jackson, the businessman, rather than Jackson, the humanitarian. He seems the smarter of the two. Okay. Ich finde heraus, ob er zu sprechen ist. Was wollen Sie von ihm? Ich wollte Jackson, den Geschäftsmann, sprechen, nicht Jackson, den Humanisten. Er scheint mir der Klügere von beiden zu sein. Geschäft ist Geschäft. I'll check if he's in. What's your request? I have some issues in my administration at the moment. There's an opportunist, Mr. Jerry Johnson, who doesn't share my vision for the city. He's threatening to go to the papers. I'd like you to stop him before he impacts my re-election campaign. Just scare him. Nothing too extreme. Okay. Wie viel kann die Stadt für diese wichtige Angelegenheit zur Verfügung stellen? Ich kenne Jerry, ich habe ihm Geld geliehen, um die Arztrechnung seiner Tochter zu beleichen. Eieiei. How much can the city spare for this important work? I thought you had the interests of the community at heart. Aren't I the community? Nein. Dann könnte die Gemeinschaft ja mal in die Tasche greifen und überlegen, wie viel sie bereit ist auszugeben. Das tun sie, wenn es ihnen gerade passt, wie sie hier antanzen und meine Hilfe möchten. Why doesn't the community put its hand in its pocket and see how much it has to spare? I'll give you 500 bucks. You do think I'm a charity. Bet it on the wheel. You might get lucky. Haben Sie darüber nachgedacht, mich als Ausschussmitglied des zweiten Bezirks zu empfehlen? Wenn es darum geht, meine Forderungen zu erfüllen, könnte der Roulette-Tisch sogar großzügiger sein als Sie. Ich mache mal hier Ausschussmitglied. Have you given thought to endorsing me as a committeeman for the second ward? Daniel the humanitarian, sure, but Daniel the businessman. Es ist in Ordnung, wenn Daniel, der Geschäftsmann, sich die Hände schmutzig machen muss. Seien Sie vorsichtig, mit welchen der beiden Sie zu tun haben wollen. It's fine when Daniel the businessman needs to get his hands dirty. Well, that is his business. Now is not the right time. With the election, we need discretion. Behalten Sie Geld, ich brauche Ihr Wort. Wenn die Zeit reif ist, geben Sie mir Ihre Empfehlung für den Ausschuss. Gut, ich kümmere mich um das, dann geben Sie das Geld her. Keep the money. I need your word. When the time is right, you'll give me your endorsement. I promise. Oha, na mal sehen, ob er wirklich das macht. Ich glaube Ihnen kein Wort, aber ich werde mich gegen mein Bauchgefühl entscheiden, mal wieder. I'll take care of it.
You help me, I help you. That's the deal. Take the money anyway, huh? The goodwill of the people. Call me when it's done. You can trust me, Daniel. Now, is there a back door out of here? Sicher, ich zeige Ihnen den Weg. Ist auch mal ein cooler Einstieg ins Spiel, auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich, glaube ich, diesen Jerry da irgendwie mal einen Besuch abstatten. Daniel findet sich auf dem vertrauten Straßen Chicagos wieder. Mit der Zeit werden all diese Straßen ihm gehören. So, jetzt sind wir da. Kriegen wir hier, glaube ich, noch ein Tutorial. Können wir uns auf jeden Fall mal angucken. So, hier können wir jetzt hier mit WSAD, mit Q und E können wir das drehen. Mit Mausrad können wir zum Beispiel rein rauszoomen. Jetzt sollen wir hier einmal rübergehen. Chicago is a dangerous place, and in order to survive, you're gonna need to learn how to fight. So, jetzt müssen wir hier rein. Jumping Cat, Speak Easy, Meat Pickers. Speak Easies sind die Arbeitspferde ihres Imperiums. Sie benötigen Alkohol, um zu laufen. Okay. Toll, ja. Rein damit. Na, ich bin gespannt. Das belongs to Ronnie O'Neill. He calls himself the boss of the Meat Packers Gang. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal gleich. Also das ist schon mal gleich. Da hat sich jetzt nichts geändert. Wir drücken jetzt Steuerung für Hinterhalt. Genau, rundenbasierende Kämpfe. Hier oben sehen wir mal, wer als nächstes an der Reihe ist. If enemies are allied with a boss, that boss is also shown under their portrait. So, jetzt kommen wir uns hier, ich würde mich hier, oder ich stelle mich mal hier hin. Auf jeden Fall vollen Schutz. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt könnte ich entweder Wache machen, ich glaube ich mache Wache. Also wir können jetzt hier einen Aktionspunkt, wir haben zwei Aktionspunkte haben wir. Einen Aktionspunkt können wir jetzt schießen, nachladen, Nahkampfangriff, letzte Ölung. Das ist ja meine Fähigkeit, die ich unbedingt machen will. Hocken. Erste Hilfe Set und warten. So, wir machen jetzt hier Wache. So, machen wir hier. Machen wir so. So. Hab ich gerade gemacht hier. Geht nicht? Wieso geht das nicht? Geht das jetzt hier nicht? Jetzt, ne? Nimmt der nicht. Lol. Okay. Dann müssen wir wirklich schießen jetzt, oder was? Na, normalerweise. Ja, dann müssen wir einmal schießen. Schießen wir auf ihn. So, und jetzt halten wir Wache. Jetzt laufen sie alle nochmal. Each character has two action points or AP. Generally each action takes one AP. Extended moves, special weapons and some abilities take 2 AP. Choose an action below to see. Okay. Mal jetzt nochmal. Das ist bestimmt wegen dem Tutorial. Jetzt halten wir Wache, genau. Na komm ran. Siehst du, den haben wir gleich erwischt. So. Hier sieht man das nochmal mit dem Schild. Walls, cars, big objects, etc. Cover or half cover, represented by a half shield. You can be flanked by the enemy and lose all of the cover. Genau, wenn er von der Seite angreift, dann bringt die Deckung halt nichts, ne? Kennt man ja, wie gesagt, auch schon alles aus XCOM und den ganzen Spielen. Jetzt muss ich mal gucken. Ein bisschen ranzoomen. Entweder schießen wir jetzt noch einmal hier. Der ist tot. Jetzt machen wir noch mal einmal Wache. Hier müssen wir auch mal gucken. Hier sehen wir, zwei Kugeln haben wir noch in dem Revolver. Danach müssten wir nachladen. Nachladen würde der nämlich auch schon wieder einen Aktionspunkt kosten. Na komm ran. Der hier ist, glaube ich, nur ein Zivilist. Das ist nur ein Zivilist hier. Ja, der schießt nicht. Also der Zivilist, der greift sich an. Wir haben jetzt nur noch einen Gegner. Das ist der letzte Gegner hier. Hier können wir noch hocken. Könnten wir Nahkampf nehmen. Einen Schuss haben wir noch. Da muss ich nachladen.
Boah, jetzt müssen wir nachladen. Jetzt kommt er. Jetzt schießt er wahrscheinlich noch einmal. Nee, der schießt gar nicht, lol. So, das haben wir erledigt. So, jetzt haben wir hier eine M1911. Nice. Die müssen wir nachher auf jeden Fall gleich mal ausrüsten. Also ist immer ein bisschen random, was man hier so als Beute bekommt. Übernehmen. Übernehmen wir. Speak easy. Speak easy sind Arbeitspferde ihres Imperiums, die benötigen Alkohol, um zu laufen. Pro erzielen hohe Einnahmen, wenn sie mit Alkohol versorgt werden. Contra, Gangster können zu Alkoholikern werden, wenn sie zu lange in Speak Easys allein gelassen werden. Eieieiei. Hier können wir jetzt auch noch einen Namen vergeben. Now this racket's yours, and that's how it's done. You want something? Take it. You're gonna need some guards to keep your speakeasy safe. So open up the racket screen. So, jetzt mal drücken. Da Sicherheit. $3,700 haben wir jetzt. Sollen wir die Sicherheit ausbauen? So, sollen wir hier upgraden. Gesamtzahl der Wachen 5, Wachen draußen 2, Wachen drin 3. Das dauert jetzt 25 Tage. Aber wir können das jetzt beschleunigen, kostet aber nochmal extra Geld. Jetzt sollen wir die Atmosphäre hier nochmal machen. Genau, mehr Kunden bedeuten mehr Geld. So, auch nochmal upgraden. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Band. Hier Miguel. Ne, Grüße gehen raus an Miguel. So. Läuft so wie geschmiert, sieht prima aus. Nun sollten wir den Laden verlassen. Sie haben noch viel Arbeit vor sich. Klicken Sie auf die Tür. Da die Schüsse haben ein paar Kriminelle angelockt. Da kommen sie schon angelaufen. Ja, das sind auch die gleichen. Die waren im ersten Tutorial auch. Ah, okay. Ja, nehmen wir beide, ne? Beide. Ja, die beanspruchen jetzt einen Teil des Lohns. Und kosten... Also einige kosten auch... Also einige beteiligen sich halt am Profit und andere kosten halt die zum Beispiel kostet, ne, die kostet auch nur 2, okay, auch 2%. Ja, im Voraus will sie nichts haben, monatlicher Anteil 2%. So, fertig. Trupp zu erstellen, genau, jetzt können wir die hier markieren. Jetzt können wir hier zum Beispiel mit dem Mausrad rauszoomen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel die ganze Stadt. Chinatown müssen wir uns merken. Müssen uns unbedingt Chinatown merken. So. Wo sollen wir jetzt hin? Ach, hier sollen wir hin. Okay. Ich muss mal gucken, wo sind wir jetzt hier? Können wir jetzt auch rauszoomen? So, wir sind hier. Und dann gehen wir einfach hier hin. Zoomen wir nochmal rein. Jetzt kommt schon der Kampf. Direkt auf offener Straße. Auf offener Straße. Tja, da können sie nicht mehr großartig davonlaufen, ne? Jetzt können wir letzte Ölung machen. So, jetzt können wir hier mal letzte Ölung mal probieren. Schön, schön. Ah, ich liebe ihn. Ich liebe ihn jetzt schon. Hier, gefütterte Baumwollweste. Wir müssen das gleich mal equippen, ne? Jetzt haben wir ein Shop-Symbol. Hier ist zum Beispiel eine Schrotflinte drin. Hier, wir sollen Erste-Hilfe-Set sollen wir mal kaufen. Erste-Hilfe-Set. Hier sind schon richtig geile Schrotflinten. Ja, schön, schön Revolver, Single-Action. Hier kann man noch Schmerzmittel, Granaten. Und hier haben wir das Erste-Hilfe-Set. Sollen wir, glaube ich, 2 Stück erstmal kaufen. Hier haben wir zum Beispiel noch Gummigeschoss-Munition.
Gummigeschosse sind modifizierte Kugeln, mit denen große, aufrührerische Menschenmengen auseinandergetrieben werden können. So. Sind wir hier erstmal fertig? Ich würde aber nochmal in mein Inventar gehen. Weil ich hab. Das ist was anderes. Wir können hier den Revolver. Das ist eigentlich schon nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, der 1911 ist geiler, oder? Ist der nicht geiler? Ich glaube, der ist besser, ne? Na komm, in den 1911er. Ich hoffe, er kann damit genauso gut umgehen. Okay, letzte Ölung. Das ist echt mega. Und dann gibt es hier nächste Stufe. Ja, wie viel Schaden sie erleiden, sie werden jetzt immer verbluten, wenn ihre Gesundheit 0 erreicht. Lol. Okay. Sie lösen beim Bewegen keine Wachschüsse von Gegnern mehr aus. Alle freundlich gesinnten oder verbündeten Charaktere im Umkreis von 4 Metern werden jetzt verbluten, anstatt zu sterben. So, ich glaube, wir sollen jetzt hier gleich zum nächsten Ding, ne? Leute, Angriff. Wir müssen jetzt Geschäft übernehmen hier. Wir müssen Geschäft übernehmen. Bestätigen. Übernehmen Sie Ronnys Brauerei. Los geht's. Erstmal hier die Brauerei machen. Aber wir sind natürlich richtig gut geschützt wieder. Richtig geil. Richtig geil. Wir müssen uns in Deckung bewegen. Ich sehe das schon. Ich glaube, ich bringe erstmal alle um, oder? Komm hier, zack. Weg damit. Da siehst du, zack. Haben wir direkt da schon. Also der gefällt mir schon mal richtig gut. Ich finde den wirklich besser jetzt als diesen Alphonse Capone. Also muss ich mal sagen, der ist super hier. Gehen wir erstmal in Deckung. So, halten wir hier nochmal Wache. So, sie hier. Die stellen wir mal hier hin, wa? Hier hin. Und zwar zwei Bewegungspunkte, aber passt schon, ne? Och, daneben. Der ist auch echt schlecht. Der hat auch bei mir von total auf daneben geschossen. Also den sollten wir vielleicht dann nochmal... Guck, jetzt haben wir 3 Runden Cooldown. Den sollten wir auf jeden Fall später nochmal ersetzen. Der ist nicht so geil. Ich meine, vielleicht levelt er noch ein bisschen auf oder so. Vielleicht wird er noch besser, aber... Zielen kann er auf jeden Fall nicht. So, was macht er jetzt hier? Machen wir mit ihm. Einen Schritt vorgehen hier und draufballern. Was? Wieso geht's nicht? Oh, ich dachte schon, er schießt daneben. Junge, Junge, Junge. Aber ich glaube, eigene Leute kann man nicht treffen. Also ist mir noch nicht passiert, dass ich jetzt eigene Leute auch... treffen konnte, gerade wenn ich jetzt so Feuerhagel, Feuerregen mache. So, übernehmen wir das. Jetzt haben wir hier Brauerei, das kostet jetzt nichts. Wenn wir jetzt hier nach dem Tutorial andere Gebäude übernehmen wollen und die zum Hotel, Casino oder sowas ausbauen wollen, dann müssen wir dann müssen wir das Geld bezahlen. Ne? Das ist jetzt noch kostenlos. Oha, wir Ronny O'Neill. Bleiben Sie lieber beim Geschäft mit den Leichen. So, wir sollen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt gleich mit ihm treffen. In solch tragischen Zeiten ist es nur normal, dass man jemanden sucht, dem man die Schuld geben kann. Vielleicht sollten Sie mehr in Ihre Sicherheit investieren. Das ist ein Fortschritt, Ronny. Es ist ganz natürlich, über einen Verlust zu trauern, aber Sie müssen es akzeptieren. Es wäre unhöflich, Sie warten zu lassen. Okay. Treffen. Zack, so, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo hier der Ausgang ist. Da. Und dann aber mal los, ne? Jetzt müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Ich glaube, ach, hier einfach eine Tür weiter, ne? Ja. Warte. Sind wir zu dritt? Ja. So, okay. Los geht's. So, noch mal ein bisschen. Saint, Daniel. Racketeering doesn't suit you. You got the wrong type of hat. Ich bin weit entfernt vom Heiligenschein. Ich habe gute Manieren, aber ich benehme mich nicht immer gut. I'm far from saintly. Right. You've been stealing my rackets. And saints ain't usually thieves. But if you don't learn to play by the rules, you're gonna be seeing angels fucking soon. Na, ich bin gespannt, wer gleich die Engel sieht.
Jedes Imperium findet sein Ende, Ronny. So ein schäbiges wie ihres hätte nicht lange überleben können. Ich sehe den Tod jeden Tag, Ronny. Falls sie mir Angst einjagen möchten, müssen sie sich mehr Mühe geben. Ich sehe den Tod jeden Tag, Ronny. Wenn du mich schockieren willst, musst du es härter versuchen. Ist das richtig? Du möchtest sehen, was du sagst. Ich bin nicht Angst, dass die Flur dirty. Ich schon. Es werden schließlich bald meine Böden sein. I'd rather you didn't. They're gonna be my floor soon. You surprise me, Jackson. You got edge. So I'm gonna give you one more chance. Give me back my rackets, or you're gonna find. Ich glaube, das steht nicht zur Auswahl. Ich glaube, das steht nicht zur Auswahl. Wenn sie nicht so unvorsichtig gewesen wären, würden sie ihnen noch gehören, aber jetzt sind sie in meiner Hand und das soll so bleiben. Nennen sie mich altmodisch, aber ich würde das viel lieber auf die traditionelle Art und Weise klären. If it's fisticuffs you want, Daniel, then I'll tell you what. It's your funeral. Kampf beginnen. Los geht's. Los geht's. Los geht's. So. Oha. Da geht's schon los. Der ist schon fast tot. Ich mach jetzt mal gleich letzte Ölung hier. Komm, letzte Ölung. Direkt auf den Boss. Hier, komm. Siehste, bis er tot ist. Bis er tot ist. Jetzt verblutet er. Jetzt verblutet er. So, wo sind wir jetzt hier? Hier steht er. Der steht natürlich richtig gut in Deckung, ne? Der steht natürlich richtig gut in Deckung. Der ist fast tot. Ich glaube, ich gehe erstmal einen Schritt vor. Da oben ist natürlich blöd hier, ne? Der ist natürlich blöd. Ich hoffe, den trifft er. Ach, come on, ey. Der schießt auch jedes Mal daneben, ey. Unglaublich. Dann machen wir jetzt hier, komm, mach ihn tot. Ich glaube, wir haben unten, aber ist da unten noch einer? Ne, hier oben ist noch einer. Oben ist noch einer. Ah, der schießt jetzt mal daneben. Oha, müssen uns gleich heilen, ne? Ja, da müssen wir uns jetzt erstmal heilen. Da müssen wir uns heilen. So, jetzt hier letzte Ölung können wir jetzt nicht machen. Aber einen Schuss können wir noch. Der andere ist am Verbluten. Mist, noch nicht tot. So, jetzt erstmal gleich heilen hier. Dann gehe ich erstmal hier in Deckung. Der, also der trifft auch gar nichts. Ich glaube, Schrot für einen Schluss. Wird ein Schrot, okay. Ah, okay, das ist für mehrere Gegner, okay. Mach mal hier Wache, hier, komm. So, die muss jetzt erstmal hier in Deckung, ey. Du musst jetzt erstmal, oh, haben wir noch eine bessere Deckung? Mist. Hier unten hätten wir noch hingehen. Ne, da unten. Doch, ich will mich heilen. Nein. Ich will mich heilen. Nein, der wurde auch getroffen. Der hat auch noch volles Leben hier. Ist nicht gut. Oh, 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 oh. Komm hier, hör auf. Schnell heilen. So, den können wir jetzt erstmal gleich töten hier. Zack. Also ich kann wirklich gut schießen, muss ich ja mal sagen. Ne? Also ich bin echt ein guter Schütze, ey. So, der steht da, dann gehen wir dahin, oder? So, jetzt sind wir ihnen im Rücken gefallen. So, der ist noch okay, aber auf sie müssen wir aufpassen. So, der trifft da eh nichts. Oh, schön. Haben wir noch einen Schuss? Nee. Wieso haben wir da nicht noch einen Schuss? Jetzt erstmal heilen hier. Komm, erste Hilfe Set. Ach, wo rennt sie denn jetzt? Hallo! Wir hatten gesagt, dass du da hinrennen sollst. Jetzt müssen wir schießen. Jetzt egal. Haben wir jetzt. Haben uns jetzt geheilt? Wir haben uns. Ich habe ihn geheilt. Ach, hör doch mal auf. Du sollst dich doch selber heilen. Ach, meine Güte. Ah, wir haben es geschafft. Ach, wieso hat sie jetzt ihn geheilt, lol? Lol, ist da irgendwo noch eine? Ah ja, er verblutet hier. Komm. Da gehen wir jetzt hin. Ich glaube, da müssen wir noch eine Runde warten. Ah, jetzt ist er tot. Okay. Oha. Mosi Nagant. Geil. Boah, 73 bis 80 Schaden. 103 bis 114 kritischer. Eieieiei. Ja, das ist natürlich geil, ne? Boah, 7200 ist die wert. Was haben wir hier? Heilkräuter. Na, okay. So.
Meatpacker ist eliminiert. Sie haben Ronnie O'Neill getötet, den Boss der Meatpackers, deren gesamtes Imperium gehört jetzt ihnen. Nice. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihren ersten Unterschlupf in Besitz genommen. Schützen Sie ihn um jeden Preis. Ihr Unterschlupf bietet Ihnen sowohl Verteidigungs- als auch Angriffsbonus. Wie alle anderen Gebäude und Geschäfte auch, braucht Ihr Unterschlupf Sicherheit. Er verfügt außerdem über eine kleine Brauerei für den Fall, dass die Bundespolizei alles andere dicht macht. Sie können sie ausbauen, aber um in diesem Spiel zu gewinnen, werden Sie weit mehr als das brauchen. Ich muss erstmal ein bisschen hier... Achso, einen anderen Boss haben wir noch nicht. Ja. Das machen wir später, würde ich sagen. An der Stelle mache ich erstmal einen Break, weil wir sind jetzt hier auch schon gut in der Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Spiel interessiert, Amazon-Link ist in der Beschreibung, Steam-Link ist in der Beschreibung. Am 1. Dezember 19 Uhr kommt es offiziell raus. Vielen Dank nochmal an Paradox und dann euch noch einen schönen Abend. Tschüss.